This is the story of a kite who was born in 1773. Dies ist die Geschichte eines Drachens, der 1773 gebaut wurde und hunderte von Jahren auf dem Speicher eines holländischen Hauses lag. In 1985, Carpenters in the Netherlands. 1985 fanden Handwerker in den Niederlanden einen Drachen in einem Haus, das abgerissen werden sollte. Der birnenförmige Drachen sah sehr alt aus. Die Handwerker gaben den Drachen dem Inhaber des größten Drachenladens in den Niederlanden, der diesen Drachen stolz ausstellte. Jedoch bemerkte er bis zu seinem Tode nie den wahren Wert des Drachens. Jahre später, als der Drachen wieder verkauft wurde, entdeckte Peter Lin den Schatz und überführte den kostbaren Fund nach Seattle zur Drachen Foundation. Dies ist der Zeitpunkt, wo Thomas Schenken ins Spiel kommt. Thomas ist sehr in Drachenhistorie interessiert und hörte von dem Fund, der nach Seattle gekommen ist, und er musste ihn sehen. So kam es, dass Thomas Schenken 2008 zur Drachen Foundation reiste und 3 Tage mit dem ältesten Drachen der Welt verbrachte. Mit Hilfe von forensischen Methoden untersuchte Thomas, wie alt der Drachen wirklich war. So entdeckte Thomas, dass die Zahl 1773 mit Pinsel auf die Frontseite des Drachens geschrieben wurde. Die Handschrift war dabei typisch für das 18. Jahrhundert. Unter dem Mikroskop wurde die Struktur des Papiers untersucht, um das Herstellungsverfahren zu identifizieren. Risse, Nähte und Flicken zeigten, dass der Drachen wirklich geflogen wurde und nicht nur zur Ausstellung diente. Die spezielle Pigmentierung des Klebers, die Dichte des Materials, das gedruckte Papier des Schwanzes und viele andere Dinge wurden untersucht. Aufgrund seiner Untersuchungen konnte Thomas bestätigen, dass dieser Drachen wirklich 1773 gebaut wurde, was diesen Drachen zu dem einzigen existierenden Drachen aus dem 18. Jahrhundert und den ältesten Drachen der Welt macht. Der Präsident der Drachen Foundation, Scott Skinner, sagt hierzu: Wir alle in der Drachenwelt können uns glücklich schätzen. Etwas hat den Lauf der Geschichte überlebt. Es ist ein Objekt für uns, für andere Drachenflieger und der Öffentlichkeit, um sich sowohl daran zu erfreuen, als auch davon zu lernen.